Hallöchen Leute und herzlich willkommen zum Stuhl-Simulator. Wisst ihr noch, als ich vor einem halben Jahr ein Infovideo gemacht habe, wo ich sagte, dass ich größere Spiele spielen will, wie zum Beispiel Cyberpunk und so? Ja, wir sind auf bestem Weg, würde ich sagen, ne? Während ich hier im Menü bin, füllt sich das Bild mit Stühlen und mit Toiletten. Jetzt mal rein hypothetisch gesehen, wenn ich einfach hier bleibe und nichts drücke, füllt sich dann irgendwann das ganze Bild. Lass es uns rausfinden. Oh mein Gott. Ich glaube, mein Spiel ist kurz vor dem Abstürzen. Ich muss hier aufhören, Leute. Ich kann jetzt hier meinen Charakter aussuchen. Irgendwie sind das alles Leute, die es in echt gibt. Ich nehme Cheetles. Ist der von Rick and Morty oder was? Ich habe keine Ahnung. Hier sind wir in meinem schönen Zuhause. Es ist einfach ein Raum mit drei Pflanzen, einem Fernseher. So wie der aussieht, hat er wohl auch schon die französische Revolution miterlebt. Ein Bild mit Zebra-Muster. Und natürlich das Wichtigste, mein Stuhl. Ja, ich habe ja das Spiel schon mal kurz angetestet und das ist tatsächlich das ganze Spiel. Du sitzt halt auf deinem Stuhl und bekommst Münzen. Ich glaube, das Bitcoin-Mining funktioniert ganz ähnlich. Ich habe auch einen Pain-in-the-Ass-O-Meter. Der Stuhl wird wohl von Zeit zu Zeit unbequemer. Das heißt, ich muss aufstehen und kann mich wieder hinsetzen. Und alles geht von vorne los. Meisterwerk. Ja, was ist denn, wenn ich rausgehe? Oh, da komme ich in einen Shop. Wow. Hier gibt es lauter Stühle zu kaufen. Teilweise für bis zu 1250 Geld. Ich habe leider nur 13 Geld. Oh, das ist ein toller Stuhl. Einfach nur ein Teppich, den man zusammengerollt hat. Und der Lego-Stuhl muss richtig toll sein. Wenn es schon so weh tut, auf ein Lego-Teil zu stehen, will ich gar nicht wissen, wie sich ein Lego-Stuhl anfühlt. Mein Ziel ist natürlich, alle diese Stühle zu holen. Besonders den hier. Ist das einfach ein Fahrradsattel? Toll, und eine rote Satellitenschüssel gibt's auch. Und natürlich der absolute Favorit, die Toilette. Also du verbringst deine Lebenszeit mit Sitzen, bekommst dadurch Münzen, bis du dir einen besseren Stuhl kaufen kannst und dann verdienst du mit diesem Stuhl mehr Münzen und kaufst dann den nächsten Stuhl. Und das geht immer so weiter, bis du entweder das Spiel durchgespielt hast oder, was wahrscheinlicher ist, an Altersschwäche stirbst. Okay, ich habe genug gesehen. Gehen wir nach Hause. Fürs Erste kann ich nicht mehr machen, als zu farmen. Ne? Ich kann den Stuhl auch nehmen. Ja, danke, dass du das kommentieren musstest. Super. Und den kann ich jetzt überall platzieren, oder was? Kann ich ihn auch auf meinem Fernseher platzieren? Nein, aber ich kann ihn in meinem Fernseher platzieren. Mein Traum geht in Erfüllung. Endlich bin ich im Fernsehen. Oh. Ist die Außenwelt einfach nur ein Bild? Einfach irgendeine Nachbarschaft. Wie habe ich das denn geschafft? Fange ich jetzt schon an, das Spiel kaputt zu machen? Ich wollte mir damit eigentlich noch ein bisschen Zeit lassen. Verstehe nicht, warum das nicht normal sein sollte. Ui, ui, und da falle ich aus der Map. Nein! Wenigstens kommt mein Stuhl mit. Ah, ich habe mich sogar vor dem Tod gerettet. Ich sitze jetzt einfach im Nichts und hinterfrage meine Existenz und fall dann wieder runter. Ciao, Stuhl. Ist hier irgendjemand? Hallo? Bin ich der Einzige in diesem verlassenen Universum? Finde den Fehler. Also ich sehe ihn nicht. Ich habe 50 Bitcoins. Zeit, mir etwas Besseres zu leisten. Was gibt's denn hier so Schönes? Wie wär's mit diesem Ball? Warte, ich kann das einfach hier machen? Was ist das hier überhaupt? Ich kann den ja auch bestimmt hier einfach platzieren und dann... So. Ah. Ah. Schön. Das Spiel wurde mit so viel Liebe zum Detail entwickelt. Ich meine, es ist nur ein Stuhlsimulator. Da hätte man sich doch jetzt nicht solche Mühe geben müssen. Oh nein. Oh, es ist schon wieder passiert. Ich habe aber irgendwie unironisch Bock, das durchzuspielen. Vielleicht kann man ja nebenbei irgendwie Netflix laufen lassen oder so. Dann vergeht die Zeit auch viel schneller. Oder wir können uns die ganze Arbeit auch einfach sparen. Oh, da habe ich wohl einen Kredit aufgenommen. Wie ist das denn passiert? Das muss ja Magie gewesen sein. Hohoho. Aber jetzt haben wir zumindest mal ein bisschen Kapital. Und jetzt hole ich mir erstmal diesen Lego-Stuhl. Und den platzieren wir einfach irgendwo hier. So. Ah! Oh, sieh einer an, das geht tatsächlich schneller. Tja, nur schade, dass ich das Geld sehr wahrscheinlich nicht mehr brauche. Aber ist ja egal. Guck mal unseren Charakter an. Wie zufrieden der aussieht. Wie erfüllt und relaxed.
Kein Wunder in so einem bequemen Lego-Stuhl. Der Stuhl wird sogar um deine Knöchel herumgebaut, sodass du nie mehr entkommen kannst. Ist es nicht toll? Ich wünschte, es gäbe so einen Job, wo du einfach nur rumsitzt und Geld verdienst. Ah, warte, gibt es ja. Politiker. Wobei, um fair zu sein, das trifft auch ein bisschen auf den Beruf YouTuber zu. Verstehe einer mal diese Welt. Okay, das wird mir langsam zu langweilig hier. Zeit für den nächsten Stuhl. So, was hole ich mir denn jetzt als nächstes? Diese Couch? Oder doch lieber der Folterstuhl? Ich kann mich nicht entscheiden. Kaufe ich halt beide. Und... Oh Gott, was? Du bist gestorben. Du hast all deine Stühle und Bitcoins verloren. Die ganze Arbeit war umsonst. Die ganzen 10 Minuten Aufnahme, die ich bis jetzt habe. Wow, ich muss von neu anfangen. Diesmal holen wir uns Mr. Beast. And a $100,000 mystery box. Ist auch gefühlt der einzige YouTuber hier, von dem ich wirklich kenne. Aber Mr. Beast hat doch nicht so wenig Geld. Ich dachte, der ist reich und so. Das müssen wir korrigieren. Mr. Beast ist jetzt Millionär. Und was macht man, wenn man eine Million gewonnen hat? Im Lotto? Richtig. Erstmal zu Ikea und Stühle kaufen. Wie wär's mit dieser... Oh Gott, was ist das denn bitte? Wo platzieren wir das? Wie wär's mit im Fernseher? Da spart man direkt Platz. Und um Fernsehen zu gucken, kannst du dann einfach einen Spiegel aufstellen. Guck mal, wie viel Kohle das gibt. Da hätte ich ja fast schon Bock, das Spiel richtig zu spielen. Aber auch nur fast. Yo Leute, ich bin Mr. Beast und wir kaufen jetzt gleich jeden einzelnen dieser Stühle hier im Ikea. Viel Spaß! Lasst einen Like da, bei 30.000 Likes verlose ich 5 Millionen Bitcoins. Ich glaube, so macht Mr. Beast seine Videos tatsächlich. Ah, willkommen in meinem Zuhause. Ich habe es mir richtig gemütlich gemacht. Schaut mal, das sind all die 100 Stühle, die ich mir letztens gekauft habe. Aber auf einem Haufen. Ich meine, so viel Platz habe ich dann auch wieder nicht. Ich muss ja noch Fernsehen gucken können. Ja, hier kann man sich auf jeden Fall entspannen. Ah, hier bin ich. Man musste aufpassen, dass man sich nicht auf den Dornenstuhl setzt. Weil dann stirbt man, glaube ich. Der Stuhlgang, der Gang zum Stuhl, ist ein bisschen anstrengend. Aber es lohnt sich, wie ich finde. Ich meine, sieht das nicht unglaublich bequem aus? Wow. Das ist perfekt. Dann sieht man einfach gar nichts mehr, nur noch die Füße. Das sieht absolut bequem aus, habe ich nicht recht? Ah, jetzt weiß ich, woran mich das erinnert. Beim Friseur, wenn du so einen Umhang bekommst. Und auf den Stuhl vor dir kannst du da noch so Chips-Tüten und Cola raufstellen. Es gibt hier sogar noch irgendwo einen Friseurstuhl. Ich weiß nur nicht, wo der ist. Irgendwo in diesem Gerümpel wahrscheinlich. Oder so. Ich meine, das ist auch eine tolle Variante. Wenn der dornige Stuhl zu gefährlich ist. Lifehack, platziere einfach noch einen anderen Stuhl mittendrin. Ja, so lässt es sich auf jeden Fall bequem Fernsehen gucken, kann ich mir vorstellen. Boah, es gibt so viele Möglichkeiten, jetzt mein Haus neu einzurichten. Endlich habe ich alle Möbel, die ich brauche. Also das ist auf jeden Fall mein Lieblingsstuhl. Wenn du von niemandem gestört werden willst, aber gleichzeitig nicht ersticken möchtest, dann ist das deine Wahl. Oder wenn du versuchst, ein Star Wars Flugzeug nachzubauen, dann sieht das am Schluss wahrscheinlich so aus. Aber wisst ihr, was dieses Spiel perfekt beschreibt? Das hier. Ja, Leute, das wär's gewesen mit dem Stuhlsimulator. Es war mir eine Ehre, dieses Meisterwerk spielen zu dürfen. Über einen Daumen hoch und ein Abo würde ich mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Links kommt ihr zu meinem neuesten Video, rechts kommt ihr zu einem anderen richtig, richtig guten Spiel. Unironisch. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal. Tschüss.